Herzlich willkommen im Mediterraneum in Köthen. Ich bin heute die Vertretung für meine Kollegin Anne Schierschmidt. Die hat nämlich am Freitag ihr Kind bekommen. Von dieser Stelle aus alles Gute euch beiden, der ganzen Familie. Und während ich mich sonst hauptsächlich natürlich mit Inneneinrichtungen und Möbeln beschäftige, darf ich für Sie jetzt auch die Pflanzenberatung übernehmen, die Gartengestaltung empfehlen. Und deswegen ist es eine besondere Freude, Sie bei mir zu begrüßen. Denn das Mediterraneum hat nicht nur Orangenbäumchen und exotische Kübelpflanzen und exotische Blühpflanzen, sondern wir haben auch jede Menge winterharte Pflanzen, die direkt in den Boden eingepflanzt werden. Und was da genau möglich ist, das zeige ich Ihnen jetzt. Ja, halten wir doch gleich mal bei unserer Outdoor-Rattan-Sitzgruppe an. Hier haben wir eine Eibe, Taxus baccata, ein sehr schönes Formgehölz. Eiben sind winterhart, die kann man einpflanzen oder mediterran schön im Topf auch aufstellen. Und von dieser Pflanze gibt es Pyramiden, es gibt Kegel, es gibt Würfel, Spiralen, unterschiedlichste Formen. Und gerade auch in der japanischen Gartenkunst ist Taxus sehr, sehr beliebt als Bonsai. Also da kann man sehr, sehr schöne Gestaltungen machen. Gehen wir weiter. Ornamentale Pflanzen, Formpflanzen sind ja auch immer ein großes Thema. Hier haben wir zum Beispiel einen sehr alten Bogen mit Hainbuche. Das ist eine winterharte Pflanze, die fest im Boden steht. Sie bekommt jetzt demnächst neue Blätter, ist im Sommer komplett grün, sieht wunderschön aus und bleibt immer in dieser schönen Form. Übrigens, so ein Bogen in dieser Größe, das ist schon eine Rarität. In der Baumschule, die wirklich zigtausende von Pflanzen für uns produziert, habe ich exakt 5 von diesen Exemplaren gefunden und einer hat uns mit nach Deutschland begleitet. Oder die Dachplatane, das ist zum Beispiel auch so eine schöne Pflanze mit einem Spalier in der Waagerechten, wo man eine sehr schöne Gestaltung für einen Sitzplatz, für einen Laubengang machen kann. Und auch da können wir verschiedene Größen besorgen, bis hin zu so einem schönen prächtigen Exemplar, wo man dann auch nicht mehr so lange warten muss, dass es schön wird zu Hause. Auch eine sehr schöne Pflanze für den Garten. Zum Fest einpflanzen ist natürlich ein Ahorn, ein japanischer Zierahorn. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Sorte Bloodgood, Acer palmatum. Zeichnet sich dadurch aus, dass er eine sehr, sehr schöne rote Laubfärbung hat, das ganze Jahr über. Und selbst das Gehölz, also die Äste, haben eine rote Färbung. Und da kann man ein schönes Highlight im Garten setzen für die winterfeste Gestaltung. Ja, hier sehen wir den größten Olivenbaum oder einen größeren Olivenbaum, den wir auf dem Gelände haben. Diese Pflanze steht seit fast 10 Jahren bei uns hier draußen. Auch im Winter bekommt ein kleines Folienzelt als Winterschutz. Das machen wir auch gerne bei Ihnen, um den Urlaub jetzt vielleicht auch nach Hause in den Garten zu holen. Wir bringen die Erde mit, wir bringen das Hochbeet mit, natürlich auch die Pflanze. Und dann haben Sie ein schönes mediterranes Urlaubsfeeling daheim im Garten. Unsere Gewächshäuser sind immer noch prall gefüllt. Viele Pflanzen warten darauf, dass sie zu Ihnen nach Hause in den Garten kommen dürfen. Und für diejenigen, die eben etwas anderes suchen als Stiefmütterchen und Geranien, hier haben wir zum Beispiel eine Lavendelheide, eine Pieris japonica, fast ununterbrochen das ganze Jahr mit einer schönen kleinen Blüte, mit einem knallroten Neuaustrieb an Laub, kann man einpflanzen an einem schattigen, sauren Standort. Nun bleibt mir eigentlich nur eins. Ich lade Sie ein, kommen Sie zu mir, rufen Sie mich an, machen Sie einen Termin, Telefon, E-Mail, geht beides. Gerade in diesen schwierigen Zeiten braucht man auch mal ein bisschen einen Lichtblick. Wir schauen gemeinsam Pflanzen durch, wir überlegen uns eine schöne Gestaltung, weil es soll nicht nur bei uns im Mediterraneum schön sein, sondern vor allen Dingen bei Ihnen zu Hause. Und dafür stehe ich Ihnen zur Verfügung. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Musik